Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Ich habe da ein großes Problem, das ich vielleicht mit Yoga lösen könnte. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Ich glaube, ich löse meine Probleme doch lieber selbst. Eine weise Entscheidung. Viel Erfolg auf dem Weg zur Erkenntnis. Du hast nicht zufällig eine Erleuchtung über die unfertige Burgmauer empfangen, hm? Vor allem habe ich Erkenntnis erlangt, dass es verboten ist, von dieser Lücke überhaupt nur zu sprechen. Und das gilt auch jetzt noch. Du bist also besser still. Kannst du mir dieses Messer schleifen? Zeig mal. Ja, das könnte ich schleifen. Natürlich kostet mich das eine Kleinigkeit. Moment, du willst Geld? Wäre es nicht eine freundliche kleine Geste, die deinen inneren Frieden fördert, wenn du mir einfach so das Messer schleifst? Hey, sogar mir entstehen gelegentlich Kosten. Zum Beispiel ist mein Nagelbrett kaputt. Ein Nagel fehlt. Und auf der Stelle mit der entstandenen Lücke kann ich einfach nicht mehr in Ruhe meditieren. Besorge mir einen. Dann schleife ich dein Messer umsonst. Hier hast du deinen Nagel. Schleifst du mir jetzt das Messer, bevor du deine Matratze flickst? Wunderbar. Dieser Nagel passt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mein Bett neu zu beziehen. Wofür brauchst du das Messer überhaupt? Ach, damit soll nur so ein versoffener Wolf aufgeschlitzt werden, um ein paar Leute aus seiner Wampe zu befreien. Nun, so etwas kommt häufiger vor. Also ein Allerweltskalpell. Etwas Geduld, bitte. Hier hast du dein Skalpell. Mach damit bloß keinen Unsinn, es ist sehr scharf. Es ist noch Schlafmittel im Pfeil. Ich wette, sonst würde die Dartscheibe jetzt schnarchen. Haben wir alles zusammen? Schnell, es geht um Leben und Tod. Was hast du für ein Golfhandicap? Tja, ich bin mittlerweile bei +4. Das kann ich kaum noch verbessern. Dafür habe ich jahrelang trainiert. Leider bieten sich hier in der Gegend kaum Möglichkeiten, als Profi-Golfer zu spielen. Sonst würde ich den Arztberuf ganz aufgeben. Du musst wissen, damals beim Turnier in... Ich glaube, die Details können wir später besprechen. Du hast einen Patienten, der dich dringend braucht. Stimmt, den hätte ich fast vergessen. Wenn du kaum Patienten hast, wovon lebst du dann? Tja, man braucht nur die richtigen Patienten. Steinreich und todkrank. Schon ist man als Arzt saniert. Ich habe hier etwas, das du als Skalpell benutzen kannst. Genügt dir das? Das sieht hervorragend aus. Ein traditioneller Fakirschliff. Sowas gibt es selten heutzutage. Da fängt das Auge an zu bluten, wenn man das Ding zu lange anschaut. Ich habe hier einen Pfeil, der mit einem Betäubungsmittel behandelt wurde. Kannst du den gebrauchen? Bitte? Wenn ich das meinem Anästhesisten zeige, denkt er, ich spinne. Du hast deinen eigenen Narkosearzt dabei? Stimmt, das muss ich ja selbst machen. Auch das noch. Und dieser Pfeil ist wirklich mit einem Betäubungsmittel behandelt? Gib mal her. Ich habe jetzt alles zusammen, was ich brauche. Nun kann ich operieren. Hals- und Beinbruch. Mein Skateboard ist weg. Verdammt, mein Kleid ist voller Flecken. Wenn ich diesen Dienstboten in die Finger kriege, trete ich ihn dahin, wo es so richtig weh tut. Und dem Wolf auch. Und überhaupt, allen drei Beinern. Wie kann ein Mensch nur so undankbar sein?
Hey, danke, Doc. Ich schulde dir was. Und vor allem das Narkosemittel war toll. Hast du nicht noch mehr von dem Stoff? Ich meine, wegen der Schmerzen. Finger weg! Du hast schon das ganze Desinfektionsmittel ausgetrunken. Hör endlich mit dem Saufen auf und kau das nächste Mal dein Essen besser durch. So, ich muss los zum Golf. Danke, Mann. Du hast mir das Leben gerettet. Obwohl ich mir wegen dieser Göre beinahe eine Lebensmittelvergiftung eingefangen hätte. Märchenwolf ist wirklich nicht mein Job. Vielleicht versuchst du es mal mit einer Rolle als Krimiserienkommissar. Dann macht es auch nichts, wenn du ständig einen in der Krone hast. Das klingt ja, als wäre der Job wie geschaffen für mich. Weißt du was? Wenn ich reich und berühmt bin, schicke ich dir ein Autogramm. Aber jetzt nichts wie weg, sonst kommt dieses kleine Monster mit der roten Kappe und versaut mir die Reha. Ah, der liebe Simon ist wieder da. Jungchen, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Lass mich raten, du wurdest vom großen, bösen Wolf gefressen und er hat sich als Oma verkleidet, um das kleine Miststück mit der Mütze auch noch zu fressen. Dann kam ein Jäger und hat euch befreit und jetzt herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Woher weißt du denn das? Ich bin der Idiot, der den Jäger geschickt und damit die bemützte Rotzgöre wieder auf die Menschheit losgelassen hat. Tja, selbst schuld. Und jetzt raus. Schau dir mal das hier an. Besser kannst du dein Vermögen wirklich nicht investieren. Was hast du denn da? Gib her. Ach, ich brauche wirklich eine neue Lesebrille. Aber diese Gleitsichtgläser sind so schrecklich teuer. Wenn du deine Ersparnisse ohnehin nicht ausgeben willst, steck sie doch in einen teuren Edelstein. Die sind gerade im Sonderangebot. Ei, das klingt ja interessant. Der Händler gibt eine Garantie darauf, dass seine Gegenstände nicht verflucht sind. Ja, ja, das könnte mich interessieren. Du solltest dich beeilen, bevor die Preise wieder steigen oder alles ausverkauft ist. Ich habe gehört, die Leute schlagen sich gerade um Diamanten. Ei, was für ein guter Junge du doch bist. Ich würde dich ja in meinem Testament erwähnen, aber ich fürchte, einen großen Diamanten kann ich nur meinem Heiner vererben. Ich werde das gute Stück sofort bestellen.